Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, ich drehe mal wieder einen Spring Fashion Try-On Haul. Ich war in letzter Zeit relativ häufig shoppen, aber immer nur so ein paar kleine Sachen und genau, da hat sich jetzt einiges angesammelt und deshalb dachte ich, ich zeige euch die Sachen jetzt einfach mal. Ich hoffe, es interessiert euch und wenn ja, dann bleibt ihr jetzt auf jeden Fall dran. Fangen wir mal mit H&M an und zwar habe ich da einen Teil gefunden, was ich gar nicht mal so typisch fand für H&M, obwohl ich auch finde, dass die bei einigen Teilen immer mehr in diese High-Fashion-Richtung auch gehen. Das ist dieser Fake-Lederrock von H&M. Den kann man hier vorne komplett aufmachen an dem Reißverschluss. Und hier unten ist es dann so ein bisschen, die Enden sind sozusagen so ein bisschen versetzt. Von hinten sieht das so aus. Und ja, der schmiegt sich total gut an den Körper an. Also ist super bequem auch und gefällt mir sehr, sehr gut. Dann brauchte ich ganz dringend mal wieder einen Sport-BH und da habe ich mir dann auch einen von H&M gekauft. Ich habe bisher bei H&M nie einen Sport-BH gefunden, aber den hier fand ich sehr schön. Der hat hier am Rücken überkreuzte Träger und ja, vorne eben blau und rosa und an den Seiten dann auch nochmal so Details hier mit diesen ganz vielen Punkten auf dem blauen Hintergrund. Und dazu habe ich dann auch direkt die passende Sporthose gekauft. Die sieht so aus. Moment. Also unten ist die rosa und dann wird die blau und hat oben noch ein schwarzes Bündchen. Genau, und die ist auch sehr, sehr bequem. Also lässt sich sehr, sehr schön tragen. Die nächsten zwei Teile habe ich erst gestern gekauft und da war ich auch überrascht, sowas Schönes bei H&M zu finden. Also da gefallen mir die Sachen in letzter Zeit echt sehr gut. Und zwar ist es diese, ich weiß gar nicht, so eine Latzhose quasi, aber kurz. Ich brauchte sowieso ein paar Hotpants und dann dachte ich mir, dann kann ich auch die hier erstmal nehmen. Ja, kann man dann super gut mit einem T-Shirt drunter anziehen oder im Sommer mit einem Bikini. Und der Stoff ist eben auch ganz locker und so luftig. Hier sind dann noch so Knöpfe, mit denen, damit man besser in die Hose reinkommt. Und auch noch hier vorne Taschen, also ein sehr, sehr schönes Stück. Was ich mir auch gestern gekauft habe, ist diese Bluse hier. Die finde ich wirklich so, so, so schön. Die ist quasi erstmal geschnitten wie ein Top und dann hat sie eben hier nochmal extra Ärmel, also sozusagen so ein riesiges Cutout an den Schultern. Und dann hängen überall noch so kleine Schleifchen dran, hier an den Armen und auch unten an der Bluse, hier vorne. Das nächste Teil ist dieses Bralette und zwar hat das so einen wunderschönen geknoteten Rücken, wie ihr hier sehen könnt. Und ja, vorne ist dann eben auch nochmal Spitze, also alles mit ganz, ganz viel Spitze. Und ich hatte das auch schon häufiger mal, allerdings in einer normalen Form, wie es vielleicht auch einige von euch schon kennen, mit so solchen Trägern hier. Und bei dem war eben das Besondere dann, dass hier eben zwei so dünne Träger waren, aber es trägt sich genauso bequem und ist halt auch super im Sommer, wenn ihr irgendwie ein rückenfreies T-Shirt habt oder sowas und da könnt ihr das dann sehr, sehr gut drunter ziehen. Dann habe ich mir diese Kreolen oder diese Ringe bei Bijou Brigitte gekauft. Also das sind natürlich Ohrringe und ich wollte unbedingt schon länger solche haben, aber ich habe nie welche gefunden, die mir wirklich richtig gut gefallen haben. Und bei denen fand ich irgendwie die Größe perfekt und die sind eben auch ganz schlicht und ja. Dann kommen wir jetzt als nächstes zu Pull&Bear und bleiben aber auch direkt mal bei den Accessoires. Und zwar habe ich mir da 5 Armbänder gekauft und die sehen so aus. Ihr seht die jetzt nochmal in der Nahaufnahme, weil ihr so nicht so viel erkennen könnt. Aber die sind alle in so einem Altrosé bis Grün gehalten und man kann die eben super, super, super schön zusammentragen. Und damit kann man sehr, sehr gut Outfits aufpeppen. Dann habe ich mir bei Pull&Bear diese Cappy gekauft. Ich habe schon sehr lange nach einer gesucht und die gefiel mir eigentlich echt ganz gut. Die lässt sich auch relativ gut kombinieren. Da drauf steht Newport Beach, California. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr so etwas bezeichnet. Ich sage einfach immer Cappy. Weil es ist ja auch keine richtige Basecap oder sowas. Ich weiß es nicht. Auch bei Pull&Bear habe ich mir diese Jeans gekauft. Die sieht so aus, also Löcher. Und ja, das Besondere war dann halt auch noch, dass die high-waisted ist und dass hier an dem Knie steht Mental Note, never to fall in love again. Und in love ist dann halt durchgestrichen. Genau, also nur noch Mental Note, never to fall again. Ja, wie gesagt, high-waisted und gefällt mir sehr gut. Von hinten sieht es so aus. Und die ist sehr, sehr bequem. Das letzte Teil von Pull&Bear ist dieses lange T-Shirt-Kleid, würde ich mal sagen. Das Besondere daran sind auf jeden Fall die Ärmel, die so ein bisschen wie riesige Rüschen aussehen, eben in so 3 Lagen. Und eigentlich stehen mir T-Shirt-Kleider nicht so wirklich, aber das fand ich sah eigentlich echt ganz süß aus. Und ja, im Notfall kann man immer noch einen Gürtel oder so drum machen, wenn man es ein bisschen taillierter haben möchte.
Aber mir gefällt das schon so sehr gut, ja. Als letztes kommen wir zu Calcedonia. Da hatte ich mir eine Hose und 3 Strumpfhosen gekauft. Und die Strumpfhosen kann ich euch auch zeigen, aber die Hose ist gerade irgendwie, glaube ich, in der Wäsche oder zumindest weiß ich nicht, wo sie ist. Aber falls ich sie finde, dann werde ich euch die jetzt auch nochmal irgendwie einblenden. Und ja, ich habe mir bei den Strumpfhosen erstmal 2 normale Strumpfhosen gekauft. So Strumpfhosen, die man einfach so braucht oder ich immer so brauche. Und zwar einfach eine hautfarbene. Ja, bei Calcedonia finde ich das immer ganz gut, dass die welche haben, die so einen breiten Bund haben. Ja, eine Oma-Strumpfhose. Nein, Spaß, das ist einfach viel bequemer. Also ich sehe nicht ein, dass ich mich da irgendwie so, dass ich meinen Bauch zerquetschen soll mit einer normalen Strumpfhose. Genau, und dann quasi die gleiche, also es ist schon ein bisschen andere, aber ja, nochmal in schwarz, blickdicht, beziehungsweise fast blickdicht, aber ja, genau, die hatte ich auch beide noch nicht an. Ich weiß, dass die bequem sind, weil ich die schon mal hatte. Der etwas besonderere Teil ist diese Netzstrumpfhose. Manche von euch denken sich jetzt vielleicht so, Hilfe, warum hast du das gemacht? Ja, so sieht die aus, die lässt sich aber auch sehr, sehr weit dehnen, also... So. Die kann man einfach richtig gut unter Boyfriend-Jeans mit Löchern oder generell Jeans mit Löchern tragen. Also da muss man natürlich aufpassen, dass das nicht irgendwie, naja, falsch rüberkommt. Aber wenn man die schick kombiniert, finde ich das sehr schön und die sind ja auch im Moment sehr im Trend. Ich habe neulich auch auf Instagram nochmal weiße Netzstrumpfhosen gesehen, habe ich jetzt im Laden noch nie gesehen. Wollte ich aber auch mal gucken, weil ich das wirklich mega schön finde und ich finde, es gibt einfach nochmal so ein... Es wertet das Outfit einfach nochmal so ein bisschen auf in den meisten Fällen. Das war es dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Hier und hier verlinke ich euch jetzt noch 2 alte Videos. Hier das Video über Sexualität, was ich als letztes gedreht habe. Und da ein Video, was extra auf euch angepasst wurde. Da unten könnt ihr mich dann noch abonnieren. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!